Hallo Leute, herzlich willkommen zur Filmbewertung zu dem Film Amsterdam. In diesem Film geht es um das Trio Burt Bernderson, gespielt von Christian Bale, den man aus der Dark Knight Trilogie kennt. Dann Margot Robbie, die Valerie Ruth verkörpert, die kennt man natürlich aus ihrer ikonischen Rolle als Harley Quinn bei Suicide Squad. Und John David Washington spielt Harold Bootsman, den kennt man zum Beispiel aus Gauner und Ein Gentleman. Diese drei treffen sich im Ersten Weltkrieg in der Zeit, wo Burt und Harold verwundet werden und Valerie die beiden halt zusammenflickt. Diese drei freunden sich mit der Zeit an und werden unzertrennlich, eine Zeit lang zumindest, und schließen auch einen Pakt, dass jeder auf den anderen aufpasst. Nach der Zeit trennen sich die Wege aber ein wenig und Burt wird auch so ein bisschen in der Medizin tätig. Harold geht so ein bisschen in die Rechtsabteilungsschiene und sie treffen sich eines Tages wieder. Denn Burt soll einen Leichnam untersuchen, weil jemand glaubt, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dass er gestorben ist. Und Valerie stößt auch dazu und diese beiden obduzieren diese Leiche und finden tatsächlich etwas, was nicht sein sollte. Bevor sie es aber irgendjemandem sagen können, wird die Person, die Angehörige, getötet und sie werden des Verbrechens beschuldigt, was sie nicht begangen haben. Und damit nimmt das ganze Chaos seinen Lauf. Also ich muss sagen, dieser Film ist echt interessant. Und was witziger an dem Film ist, dass der größte Teil, das wird extra auch da angezeigt, dass der größte Teil von diesem Film tatsächlich passiert ist. Tatsächlich ist der größte Teil davon sogar passiert und ey, das ist ein Auf und Ab, dieser Film. Wird's ein bisschen ruhiger, dann geht's mal wieder ein bisschen turbulenter zur Sache und alles. Also echt interessant. Also mega, dieser Film. Vor allen Dingen, dass das wirklich so passiert ist oder so großenteils so passiert ist. Und was die da teilweise für Schauspieler haben da drin. Da gibt's doch diverse Gastauftritte und echt, das ist wirklich der Hammer. Und also die Charaktere sind gut gewählt, der ganze Cast ist gut gewählt, die Schauspieler machen wirklich einen absolut hervorragenden Job. Und man hat auch wirklich kaum Zeit, irgendwie mal so durchzuatmen, weil selbst in diesen ruhigeren Passagen passiert eine Menge, um so ein bisschen die Hintergründe zu erklären, wie, welche Wendung dieser Film teilweise nimmt und was da so alles passiert. Also der Film ist zu keiner Minute wirklich langweilig. Der Film ist echt interessant. Also, da muss ich sagen, also Christian Bale ist ja sowieso schon ein Schauspieler, den man eigentlich, ich wüsste nicht, wo der mal in einem schlechten Film mitgespielt hat. Also, wenn Christian Bale in irgendeinem Film mitspielt, dann muss man sagen, ja, der Film kann was werden. Margot Robbie, die ist auch eine extrem talentierte Schauspielerin. Also, als Harley Quinn war sie ja natürlich super, aber auch solche Rollen kann man ihr absolut abnehmen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr überrascht, was sie alles so für verschiedene Rollen verkörpern kann. Sehr gut. Und da sind auch noch viele andere Schauspieler. Dieser John David Washington, der sagt mir bisher gar nichts. Also der ist mir so bisher noch gar nicht so untergekommen. Aber auch der, super. Also alle Schauspieler schienen wohl ihre Rolle verstanden zu haben und haben die extrem gut umgesetzt. Also, dieser Film macht richtig Laune. Ist man wirklich und denkt sich, was passiert jetzt als nächstes? Und zumal die ganzen Schauspieler auch eine wirklich gute Chemie haben. Also, das passt wie die Faust aufs Auge. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung zu meinem Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da bin ich wieder. Ja, also, es ist eine interessante Story. Es ist wirklich absolut genial von den Schauspielern umgesetzt.
Und der größte Teil von der Story soll tatsächlich so passiert sein. Es ist ein Auf und Ab der Gefühle. Es macht Riesenspaß, diesen Film zu gucken. Hat eine gute Spannung, ein gutes Erzähltempo. Also diesen Film gebe ich zwischen 4 und 5 Totenköpfen, weil der Film echt sehenswert ist. Das ist kein Explosionsfilm mit CGI-Effekten und großartig und dies und das und so, sondern es ist ein interessanter Film, wo es wirklich viel auf die Story ankommt und das muss man können. Und dafür haben die extrem gute Schauspieler geholt und das passt alles hundertprozentig zusammen. Ja, das war die Filmbewertung zu Amsterdam. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Video gerade schaut. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis demnächst.